Hallo und herzlich willkommen zu Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Da sind wir wieder mit Inga Marie Rahmke. Hallöchen. Und mit Julia Schnetzer. Hallo. Und mit irgendwo André Lampe. Hallo. Und das Arbeitstier, der Dugong, sitzt verkleidet bei dir auf dem Schrank, sehe ich, ja. Richtig, er trägt immer noch Blumenkranz als Happy-Time-Überbrückungsgeschenk von mir, weil er euch vermisst. Ja. Ja, oh. Blumen statt Seegras. Das ist Heike. Ja. Oh, oh ja, Heike sitzt direkt hinter dir. Oh ja, Heike ist auch da. Und wie, was machen die Algen? Oh, die stehen da hinten. Ich hole sie vielleicht nachher. Okay. Sie leben noch. Sieht nicht so gut aus. Ich habe mich auch nicht so gut gekümmert, muss ich echt stehen. Aber es ist krass. Wie alt sind die jetzt? 3 Jahre? Die werden 3 im Juli. Ja, genau. Ja. Genau, Juli sind es 3 Jahre. Boah, mein Gott. Die Algen werden 3. Ja. Sie werden so schnell groß. Ja, es ging zügig. Noch 2 Jahre, dann werden sie eingeschult. Ja, wie läuft's in der Kita? Ja, eincremen müssen sich zum Beispiel Tiere nicht, die im Wasser sind. Die sind immer schön befeuchtet, die Haut. Und um die geht es heute auch. Der nächste Übergangsversuch. Segway, ja. Ich versuche es einfach nochmal. Willst du die Augen? Was haben denn jetzt Erdbeeren mit feuchten Meerestieren? Genau. Achtung, Achtung, die Überleitung ist die folgende. Ich habe kürzlich Tiere entdeckt, dass die gehören zu den Flügelschnecken. Und die Flügelschnecken sehen furchtbar niedlich aus, zum Teil. Und um die ich mich gekümmert habe, weil ich die als erstes gefunden habe, ist die Erdbeerschnecke. Das Video? Wir können mit dem Video anfangen. Das ist dieses Tier hier. Ja, mach mal an, André, bitte. Süß. Das schaut jetzt schon richtig aus. Oh. Oh. Hallöchen. Ist es Gary? Sie hat keinen Namen. Es ist eine Erdbeerschnecke. Mit wunderschönen Augen. Und an den Augen sind noch so Taster dran, die wahrscheinlich, also Reize ja sowieso, aber vielleicht riechen die auch noch irgendwas Geiles. Und man sieht den Rüssel da rechts. Tunk, Achtung. Und da sieht man auch direkt, was die so fressen. Die Trios. Okay, und da geht es wieder von vorne los. Nee, geht es nicht wieder von vorne los? Nee, aber es ist das Anfangsbild. Das ist schon richtig. Ja. Und weil ich die so süß fand, habe ich gedacht, ich gucke mir mal an, was es dazu so gibt im Internet und in der wissenschaftlichen Community. Und es gibt Paper über diese Augen, weil diese Augen sehen ja wirklich geil aus. Mhm. Also ich finde die toll. Orange, grün, gelb mit Pupille. Und darüber gibt es auch was. Und ich habe aber auch noch ein paar, um den Einstieg ein bisschen zu erleichtern, weil dieses Paper, was ich gefunden habe, der war nicht richtig gut verstanden. Das heißt, da können wir gleich gemeinsam ran und mit Hilfe des Publikums arbeiten. Aber ich habe hier, ja cool, danke André, dass du das kopierst und dann nochmal in den Chat haust, nochmal ein paar unbewegt Bilder. Denn in Okinawa werden unbewegt Bilder, da gehen die Leute auch auf Erdbeerflügelschneckenjagd und essen die. Aber der Typ, der da seinen Artikel drüber geschrieben hat, den wir hier gerade im Archiv sehen. Ich glaube, es ist nicht der, der das Foto gemacht hat, aber okay. Das ist ein sehr schönes Bild. Da sieht man das genau, da sind die ganzen Hüllen, also die, heißt es Hülle? Es heißt Schale? Heißt es Schale? Häuschen? Gehäuse, die Gehäuse. Die Shell. Ja. Gehäuse der Schnecken. Die dann, das sind die Reste und die werden dann als Umzugs, da sieht man da eine Krabbe, die eingezogen ist. Also die Okinawa-Krabben haben sehr schöne Auswahl an verschieden großen Erdbeerschneckenhäuschen. Und so sehen diese Erdbeerschneckenhäuschen schön aus. Bin ich mir nicht sicher, ob das welche sind, ehrlich gesagt, weil die sehen nämlich sehr ähnlich aus wie so eine tödliche Schnecke, die da jetzt, und das kann man erkennen. Hallo.
weil die am Gehäuse so zwei Einbuchtungen haben. Einen für den Sifo und eins für so ein, im Prinzip fürs Auge. Das sieht man aber jetzt in dem Bild da oben nicht. Aber da sieht man das, weil da sieht man eindeutig ein Auge und auch das andere Auge kommen aus der Schale raus. Das ist übrigens, ich meine, wir wissen es, es ist von 2018. Wann war noch mal das Atomkraftwerk-Problem? Weil die hat ungewöhnlich viele Augen. 2011. Ja. 2011. Ja, nun. Also, ja, nun. Ja, nun. Ja. Ja, ihr habt ja alle Simpsons gesehen. My case, Fisch, ja. Ich kann da nichts weiter zu sagen, außer es ist vor Japan. Kausalzusammenhänge sind nicht klärbar. Das ist also ungewöhnlich viel, aber man sieht an der einen, an dem Ding, dass. Hier auch mehrere Augen. Ja, das ist dieselbe. Das ist dieselbe. Das ist mehrfach einfach dieselbe Schnitt. Ja, ja, okay. Fotografiert. Aber man sieht, dass die zwei Einbuchtungen hat und da gucken dann die Augen raus. Und der Sifo, falls ihr euch fragt, wovon ich spreche, das ist das Teil, mit dem die Wasser einziehen und dann Sauerstoff aus dem Wasser rausfiltern. Sifo. Also das nicht das da. Nee, das ist der Schrüssel. Das ist der Futterrüssel, würde ich mal behaupten. Aber wir sehen uns gleich noch ein anderes Video an, da wird noch mal was erklärt. Okay. Das ist was anderes. Ja. Und warum heißt die Erdbeerschnecke? Weil die innen so rot ist, das Gehäuse, oder? Keine Ahnung, bei uns heißt die ganz an. Bei uns hat die nur den wissenschaftlichen Namen. Ich habe die nur, die heißt Strawberry Conch im allgemeinen Sprachgebrauch im Englischen. Mhm. Und deswegen habe ich die jetzt Erdbeerschnecke genannt, als Direktübertragung. Die Conch selber ist Flügelschnecke, ist eine Unterart der Meeresschnecken. Die Meeresschnecken haben aber nicht alle so wie diese Conches, diese zwei Löcher, aus denen die Augen rauskommen können. Vielleicht werden sie auch zu Erdbeeren gegessen, Laferock. Das kann durchaus sein, wenn Erdbeeren Ding sind. Es gibt in Japan auch sehr geile Erdbeeren. Die züchten ja, die Japaner sind ja sehr, sehr lokullisch drauf. Also sie haben die geilsten Nahrungsmittel und auch die krassesten, teuersten Erdbeeren der Welt, die dann echt geil schmecken. Insofern vielleicht, wenn da mal eine nicht so gut gelungen ist und nicht ganz perfekt, vielleicht werfen die Erdbeeren auch diesen vegetarisch lebenden Schnecken vor, ja. Wahrscheinlich. Ja, das Schneckenauge als Delikatesse wäre sehr klein, weil das ist im Durchmesser 1,5 bis 2,5 Millimeter. Und von der Länge weiß ich nicht. Insgesamt sind die so 5 bis 8 Zentimeter lang, die Schnecken mit dem Gehäuse. Insofern, glaube ich, muss man da, wenn man nur das Auge isst, bleibt man lange hungrig oder braucht sehr viele Schnecken. Ja. Denke, ja. Das ist ja jetzt auch nicht viel. So ein Glaskörper ist jetzt auch nicht so ein wahnsinniges Geschmackserlebnis, würde ich sagen. Aber die werden tatsächlich, deswegen sind wir ja gerade durch den Artikel gegangen, da bei Okinawa als Delikatesse gefuttert. Hm. Aber nicht nur die Augen. Hallo, ja. Olaf. Ja, schönen guten Abend, Olaf. Weirdbeat ist auch da. Schönen guten Abend. Funhunter habe ich eben schon Hallo gesagt, aber sage ich jetzt auch nochmal verbal. Hallo. Verbal. Schön. Verbal gesagt. Ja, ich habe das eben im Chat gesagt, also getippt. Literarisch gesagt und verbal gesagt. So weit würde ich nicht gehen. Inga, wo gibt es die Schnecken überall? Die sind im Pazifik und Indopazifik, also tropisch-subtropische Gebiete. Warm muss es sein. So vor Australien, Great Barrier Reef, Japan. Alles, was so 25 Grad Durchschnitts Temperatur in etwa hat. Zumindest ist in den Experimenten, die ich mir angeguckt habe, immer so 25, 26 Grad Wassertemperatur. Mhm. Also, und Papua-Neuguinea und so, aber das Papua-Neuguinea ist ja eh über Australien, insofern. Ja. Ja, und die leben in Kolonien. Und es wurde an den Kolonien geforscht und es wurde an den Augen geforscht. Länger schon her ist das mit den Kolonien. Die haben auch mal, es gibt auch irgendwie ein Paper, das habe ich jetzt aber nicht rausgesucht, über wenn man ein Auge abschneidet, dann bildet sich ein neues. Also sie ist das vielleicht hier passiert, dass da zwei sich gebildet haben? Ich weiß es nicht. Na, man weiß es, ja. Steckt da nicht drin. Okay, also sie können ihre Sachen nachwachsen lassen, das ist auch abgefahren. Die Augen. Ich weiß nicht, ob alles, okay. Aber die Augen, ja. Die Augen. Ja.
Können sie. Und es gibt ein richtig cooles Video. Das ist so ein 6-Minuten-Video. Das können wir uns ganz langsam mal angucken. Das ist ganz das langsam. Da. Also naja, soll ich das auf normaler Geschwindigkeit? Normale Geschwindigkeit, okay. Ja. Und das ist keine, aber das ist wiederum eine Conch, also so eine Flügelschnecke. Das ist keine Flügelschnecke. Upsi. Schmeiß das auch mal. Error? So. Ja, der erzählt da, dass das alles so. Jetzt nicht die richtigen Schnecken waren. Und das ist aber die richtige Schnecke. Und das zeigt er da auch gleich. Nee, das ist noch nicht die richtige, weil die hat nur eine Öffnung hier. Das ist einfach eine normale Meeresschnecke. Und die Flügelschnecken, die kommen dann gleich. Tada! Die haben zwei. Beide Lippe und Fühler raus. Also das Auge, damit beide Augen Platz haben sozusagen. Und bei dem anderen kommt ja nur der Sifo so richtig raus. Das Saugetier, ja. Der Saugeanteil der Schnecke. Genau, es ist ein Teil der Schnecken. Ich finde das ganz cool, dass dieses Odd Animal Specimen habe ich vorhin erst entdeckt für mich. Mhm. Und es ist so ganz entspannt, ruhig erklärt. Das ist der Rüssel, auf den gezeigt wird. Und das Mittelteil ist dieser niedliche Rüssel. Und dann sieht man die beiden Augen. Und man sieht dieses komische braune Ding. Und das ist so am Fuß dran, denn die bewegen sich nicht wie eine normale Schnecke mit dieser Wellenbewegung vorwärts, wie unsere Landschnecken das zum Beispiel machen. Sondern die haben diesen verhärteten, das sind die Fühler an den Augen, mit denen sie rezeptormäßig Dinge wahrnehmen können. Und dann sieht man gleich, glaube ich, nicht nur, wie sie da Staub saugen, um zu fressen, sondern auch hops, wie sie vorwärts hopsen. Mit diesem braunen Ding, was man eben gesehen hat, verhaken die sich so im Boden und dann wird gesprungen. Das ist keine. Das ist eine Landschnecke. Das ist die Fortbewegung der Landschnecke. Da sieht man diese wellenartigen Bewegungen, die macht, um vorwärts zu kommen. Ja, das ist ja cool. Ja. Vorwärts? Landschnecke. Nee, es ist eine Wasserschnecke, aber egal. Landschnecken, genau. Rückwärts Schnecken. Landschnecke, Seeschnecke, Flügel. Ob sie rückwärts, weiß ich nicht. Aber das da ist das Fortbewegungsding, wo der jetzt drauf zeigt. Ah ja. Das ist ein hornartiges, sogenanntes Operculum. Mhm. Das Operculum ist eigentlich das Ding, was die bei den Landschnecken oder so, der Deckel, der zumacht. Mhm. Das ist das Operculum. Das hat sich da wahrscheinlich anders gebildet. Ja, genau, die stoßen sich quasi damit wie so ein so ein Gondelfahrer. Ja, das sind die Venezianer unter den ja. Unter den Schnecken. Und das ist ein bisschen krass, weil jetzt gucken wir da auch rein, wie die dann aussehen innen drin demnächst. Mal gucken, was er als nächstes macht. Wie stört, dass seine Ohren über die Mütze gehen. Ah. Da sieht man den Mantel und an der Stelle bildet sich die Schale aus diesem CaCO3. Ich kann leider keine Chemie. Er hatte das schon gesagt, als ich das in Laut gesehen habe. Calciumcarbonat, ja. Danke. Und da sieht man, wie sich neue Schichten bilden an der Stelle und dann wird die immer größer, die Schnecki. Mhm. Und diese Erdbeerschnecken, die wachsen erst in die Breite und dann werden die irgendwie, dann wird was dicker. Nee, ich muss es später nochmal nachgucken. Ich will nichts Falsches sagen. Ich habe nämlich noch so ein. Was? Wie sieht es aus? Wie so ein zerdrücktes Gesicht, als ob dieser Rüssel so der Mund ist. Und das ist das Beispiel, wie Dinge aussehen könnten, die in so einer Schale stecken. Das ist natürlich ein Einsiedlerkrebs. Und jetzt kommt, wie eine Flügelschnecke von innen aussieht. Wie so ein Schraubenzieher. Schaut schon ein bisschen eklig aus. Ne? Ja.
Ja, schon irgendwie. Ist auch krass, dass die sowas, die haben sich das aus dem Museum besorgt. Oh. Ja, das ist die Frage. Womit das Wasser zu den Kiemen transportiert wird, eingesaugt und dann wird das Sauerstoffanteil rausgefiltert. Schön. Ah, dann, das war dann doch noch nicht ganz die richtige Schneckenart. Aber hier. Nö, Einsiedlerkrebs. Ja, da müsste man den Normale. Ton. Ich habe ja den Link schon Ja. geteilt, ne? Also, dann kann man das vielleicht auch Ja, nochmal nochmal besser nachverfolgen. nachvollziehen, genau. Aber auch ohne Ton, würde ich sagen, schaut das Video sehr cool gemacht aus. Ja. Ja, ne? Finde ich auch geil. Ja, dann, Das ist ein jetzt haben wir es. Kanal, wo ich definitiv auch mal reingucken will. Ja, genau. Im Chat ist geteilt. Wenn ihr das hier auf YouTube guckt, dann findet ihr den Kanal und das Video in der Videobeschreibung. Ja. Ja, so sieht das aus. Und zu den Augen Komm mal habe ich noch ein jetzt. Paper. Ja, können wir, wenn wir wollen. Das Schönste daran fand ich den Versuchsaufbau. Ach so. Das ist ein Open Access Paper. Da Also das kannst du hier, den. ne? Ja. Ja, genau. Ich Und du hast es schneide dann. auch mal, das verlinken wir natürlich Okay. auch. Ich schmeiße es mal in den Chat, wer sich's angucken will. Genau, This das video hier. is brought to you by Squarespace. Oh, da hat sich was angemacht. Sorry, das war bei mir, weil Ah. ich auf den Weg geklickt habe. Die Neugier siegt. So. Ja, weil was die noch hier so, was die noch für Videos haben. Tschüss, wir machen hier einen Stream. Aufmerksamkeit. Hier, hallo, hallo. Dann erzähl uns doch mal, Inga, was in diesem Paper steht. Ja, sehr lustig. Ich habe doch vorher schon gesagt, dass ich nicht so genug Zeit Ja, hatte, um okay. alles zu Ja, lesen. ja, ja, Aber ja. pass Es auf. Zähl doch mal. Da ist genau, das ist der schöne. Was hast du gefunden, Julia? Achso, nee, ich meinte Fail, das andere. Das Achso. andere. Ich habe dir doch vorhin gesagt, ich muss nicht. Ja. Achso, die Videos, ich finde sie Ich dachte, du bist faszinierend, jetzt, alle. ja. Ich will sie alle. Alle angucken. Musst du später machen. Wir machen noch den Stream zu Ende jetzt. Ja, genau. Morgen. Mach das später. Mach das mal später. Warum habt ihr mir das gegeben? Weil Du es hättest da erst geil später draufklicken ist. können. Musst du denn da immer gleich Ja, ich bin ein draufklicken? neugieriger Mensch. Na gut. Ja, Wollt das ihr? hier. Was? Nein, nein, egal. Nee, sag ruhig. Komm, lass es raus. Soll ich euch ein paar Teaser geben? Aber nein, egal. Es ist auf jeden Fall was mit Gesichtsmilben oder sowas auch, ne? Oder irgendwas mit. Gesichtsmilben. Ja, das war gerade der Teaser, ne? Hier bei dem letzten Video. Aber hier, was ist in einem Klapperschlangenschwanz hinten? Was Was klappert? klappert drin? Zum Beispiel. Schön. Also wer uns jetzt verlassen möchte, viel Spaß mit dem Link. Da gibt es auch echt einiges, was man sich ansonsten so angucken kann. Professionell produziert und in kurzen kleinen Häppchen. Und wer darauf keine Lust hat, der guckt sich jetzt mit uns ein Paper über die Erdbeerschnecken an, die in grausamer, gemeiner Arbeit in einem Versuchsaufbau mittels Magneten an den Untergrund verhaftet worden sind und so wie beim Augenarzt optische Versuche mitgemacht haben, die sie von oben Okay, mit bye. einer Kamera. Danke, Julia. Ja. Der war richtig gut. Die wurden von oben videografiert. Und was die zu sehen bekommen haben, sieht man in B. Also A ist der Versuchsaufbau und B ist das, was sie visuell vorgesetzt bekommen haben, um herauszufinden, was die sich angucken und wie gut sie sich Dinge angucken. Und diese Ringe, die sind größer werdende Ringe in unterschiedlichen Kontrastfarben gewesen, um so zu tun, als wären das vielleicht Angreifer, weil man davon ausgeht, dass die sich vor allem anschauen, ob da was Gefährliches in der Nähe ist. Mit ihren guten Augen. Und dann wurden sie videografiert und dann wurde festgestellt, ziehen die ihre Augen ein,
ja, oder also und auch den Rüssel, weil die Wissenschaftler natürlich davon ausgehen, dass die das dann tun, wenn sie ängstlich werden oder so richtig Panik bekommen. Dann sind sie ganz zurückgezogen. Und an diesen kleinen Quadraten in BII, also im unteren Ding, ja, hat man dann noch, wenn ich das richtig verstanden habe, herausgefunden, wie dezidiert kleine Dinge die sich angucken können, also wie gut die Sicht auch auf Pixel noch ist, sozusagen. Mhm. Ja, und dann können wir jetzt, das war mein Einstieg, uns gemeinsam noch mehr Dinge angucken. Es ist auch, denen sind auch Augen abgenommen worden und die sind dann im Elektronenrastermikroskop wundervoll auseinander. Wo hatten wir das denn? Genau, also die... Das ist, wann sie reagieren. Also sie fangen an zu reagieren auf einen schon auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Also wenn da nur ein ganz wenig Kontrast ist, gibt es schon eine Reaktion von den Schnecken, so wie ich das verstehe, ne? Mhm, ja, das ist das, was auch alle überrascht hat. Das heißt, sie können richtig gut sehen, oder wie? Ja, sehr, sehr, sehr gut im Vergleich zu allen anderen Schnecken. Mhm. Und das hier war die coole Grafik, die du mir auch schon am Anfang kurz gezeigt hast, wo man dann bevor so ein bisschen es hier was... Ja. Mhm. Wo man sehen kann, wie klein etwas ist, was sie noch dezidiert wahrnehmen können. Also in B sieht man ja diese Verpixelungsanteile von so einem schwarz-weißen Schachbrettmuster und da können die irgendwie so ein sehr, sehr kleines Teil noch erkennen, von, also ein schwarzes zum Beispiel da. Und wenn man sich fragt, was das mit C da darstellen soll, diese unterschiedlich scharfen Bilder, da hat man mit einem Gerät versucht nachzustellen, wie die Sicht ist, wenn das verschiedene Tiere sich in irgendeine Auflösung angucken würden. A ist ein Oktopus, der würde sehr gut sich so eine Schnecke anschauen, anscheinend. B ist, wie sieht das Tier sich selbst, und C ist eine Wasserschnecke oder so. Aber das habe ich nicht ganz so, da würde ich dazu raten, sich das selber nochmal durchzulesen. Mhm. André, versuchst du gerade einen Typen zu blocken? Ja. Danke. Habe ich schon geblockt. Möchte die Nachricht sehr ausblenden. Und I'm failing. Ja. Gut. Ja, genau. Ja. Man sieht, und in C, das hast du ja gerade erzählt, sieht man, wie gut die gucken können. Im Vergleich zu anderen Tieren. Ja, Oktopusse können geiler gucken, aber normale Schnecken schlechter. Genau, also Oktopus wäre 1, aber dann diese Schnecke 2 und die normalen Schnecken 3. Also die können ein bisschen besser gucken als andere Schnecken. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch Querschnitte aus der Retina, weil die verschiedene Arten von Strukturen da drin haben und man sieht dann die Zellen. Und ich kenne mich aber, ich bin kein Optiker und auch kein Augenarzt. Und wir mussten das mal in der Schule durchnehmen für Stäbchen und Zäpfchen. Mhm. Gibt auch unterschiedliche Fotorezeptoren, aber da kenne ich mich trotzdem nicht mehr gut aus. Ist, finde ich, aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Bild. Ein bisschen was von Feuerwerk. Ja, schaut abgefahren aus, auf jeden Fall. Ja. Aber es überfordert mich auch ein bisschen. Ja, ich bin auch kein Augenexperte. Ja, falls hier jemand ein Augenexperte ist, immer raus damit. Vielleicht können wir dann noch irgendwas erfahren, was wir jetzt nicht wissen. Und davon gibt es viel, was wir nicht wissen. Oh, mir fällt auf, ich habe mal gar kein Licht angemacht. Also um es kurz einmal zu erklären, also ich habe schon mal Proben aus der Retina unter Mikroskop gehabt. Also ich habe selber nicht Forschung daran gemacht, sondern ich habe die WissenschaftlerInnen betreut, die daran Forschung gemacht haben. Und dann habe ich ein bisschen was aufgeschnappt.
Aber ich versuche jetzt einfach mal die Übersetzung aus dem Begleittext, der bei der Figur nebendran steht. Die wichtigen Zellen, mit denen man die Schnecke quasi sieht, sind die, die mit PRC1, PRC2 und PRCIV, ich weiß nicht, wo 3 ist. Doch, da unten ist 3. Ah, ja, alles klar. Hier ja. PRC1, 2, 3 und 4 gekennzeichnet sind. Also diese hier, also diese verschiedenen, das lange Ding hier, dann dieses Ding mit den großen Dingern da oben dran. Und also die haben anscheinend 4 Photorezeptorzellen. Das, wo GC dran steht, sind Scheiße, was waren Ganglionzellen? Ganglionzellen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was es ist. Und kann ich ja mal nachgucken. Was ist ein Ganglion? Ja. Ganglion sind eigentlich Nervenzellen. Ah, ja, okay. Also die Verbindung quasi, um nachher die Reizweiterleitung zu machen. Und SPC sind Supporting Cells, also irgendwelche Zellen, die und das CC da oben, das habe ich doch eben auch gesehen. CC, Cytoplasmic Core. Okay, aber das ist dann nicht wirklich das, was das Stäbchen macht. Wie das jetzt hier genau funktioniert mit dem Sehen, also es sieht sehr, sehr anders aus als das, wie es beim Menschen aussieht, definitiv. Also bei den Menschen sind, also Zapfen und Stäbchenzellen sehen alle ein bisschen anders aus. Aber ja, da muss man sich wirklich, glaube ich, mit der Anatomie von dem Augenapparat auseinandergesetzt haben. Aber es ist auf jeden Fall ein krasses Bild. Der Scalebar hier unten sind 20 Mikrometer. Also das ist alles schon sehr, sehr klein. Also das sind sehr kleine Zellen. Ja, ja. Und B ist das gleiche wie A, bloß übereinander gelegt und quasi farblich markiert. Ja. Und diese quasi, diese Yoshi-Eier, die da drin sind, das sind die Zellkerne, ne? Ja, genau. Yoshi-Eier. Ja. Ja, so versteht man es endlich mal. Aber auch schön, wie sie direkt hier in der Bildbeschreibung dazu übergehen, wie sie die das Alignment gemacht haben. Es steht dann layered in using Adobe Photoshop Version 22.53. Okay. Na gut. Ja, ich finde Weird Beats Kommentar, das Bild im PowerPoint-Karaoke ist auf jeden Fall gut. Ja. Ja. Ohne Bildbeschreibung. Ja, natürlich. Ja. Ja, und man weiß, dass das, also ich habe jetzt so innerlich so ein Konzept, weil ich mehrere Sachen gelesen habe, die haben ja jetzt das Auge auseinandergeschnitten, in dünne Scheiben geschnitten und sich angeguckt. Krass, und, ja. Und das hat sich ja später wieder nachgebildet, ne? Also insofern... Not really a harm done, das Auge ist wieder nachgewachsen. Ist wieder nachgewachsen. Und da steht in dem Paper auch drin, mit welcher, wie viel prozentig die betäubt worden sind. Mit was für Flüssigkeiten im Wasser und so. Oh Mann. Um dem da das Auge abzunehmen. Das ist ein bisschen krass. Ja, aber schön, dass sie es wenigstens gemacht, also dass sie wenigstens die betäubt haben. Das wäre wirklich, also, richtig schlimm. Ich hätte das jetzt nicht zwangsläufig erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt doch ethische Grundsätze für lebende... Ja, okay. Das stimmt, aber das kommt ja dann drauf an, welche Klasse die Tiere sind. Ganz hoch entwickelt, sieht man doch. Die können gucken. Können fast so gut gucken wie ein Oktopus. Ja. Ja, man ist dann schön in den Arsch gekniffen, wenn man bei der Analyse feststellt, dass sie sehr viele Details wahrnehmen können und anscheinend ein Bewusstsein haben. Ja. Ja. Das ist übrigens die erste promovierte Erdbeerschnecke aus dem Indopazifik. Ja. Das
Das Goldene sind die Orden, die ihm verliehen worden sind. Das ist wie bei dem Pferde. Kennt ihr das so? Pferdeorden, die sehen auch so ein bisschen so aus. Das Weiße wären dann der Orden. Und dann haben die so bunte Bänder. Pferdeorden, du meinst diese... Wenn man Orden verliehen bekommt beim Reiten und so. Ich bin nie geritten, aber ich habe Pferdefreundinnen. Ich bin geritten. Ja. Du kriegst keine Medaille, sondern eine Schleife. Ach so, ja, okay. Nun gut, ich meine... Dinger und das mit dem Pferd dann an ja, aber also, ich glaube, ich meine die Medaillen eigentlich. Die haben doch einen Namen. Ist doch scheißegal. Ich meinte eigentlich auch Medaillen. Aber also ich hatte immer so sportliche Ex-Freunde und die haben immer irgendwelchen Sport gemacht und dann haben die sich, hatten die an alle an einem Haken und dann war es ganz viel und das sieht ein bisschen aus wie das Bild, um jetzt mal PowerPoint-Karaoke-Übersetzung zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Bei uns im Gym, wir müssen immer im Wettkämpfen, wenn wir Medaille gewinnen, wir müssen die immer abgeben. Oh, und dann werden hier im Gym aufgehangen und ja, stimmt, an der Stange. So müssen wir auch. Ach so. Quasi Schneckenmedaillen. Statt Yoshi-Eier sind das Medaillen mit bunten Bändern dran. Gut. So viel dazu. Das ist ein relativ aktuelles Paper von 22 oder so. Und bei meiner Recherche bin ich noch darüber gestolpert, dass die in Kolonien zusammenleben und von 1983 habe ich auch ein Paper gefunden. Allerdings ist das nicht öffentlich zu anschaubar. Alter, ich habe Nachbarn. Ich habe das eben schon erwähnt, ne? Wir haben neue Nachbarn. Ich muss kurz einen Rant loslassen. Diese Nachbarn sind seit über 2 Monaten am Renovieren. Die wohnen nicht über mir, sondern 2 über mir. Und es ist Sonntag, 20.44 Uhr. Ich bin der Letzte, der irgendwo hochgeht, ne? Aber die machen, keine Ahnung, die fräsen schon wieder irgendwie den Fußboden ab oder so. Das hört ihr jetzt Gott sei Dank nicht, weil hier Schallunterdrückung ist. Aber ich höre das durch meine Kopfhörer durch. Absolute Scheiße. Und wenn man zu denen geht, dann sagen die sowas wie, wir können das halt nicht wann anders machen. Wir müssen ja auch arbeiten. Aha. Schön. Egal, okay, gut. Das andere Paper. Entschuldigung, ich habe Pferdeorden gegoogelt und bin darauf gestoßen. Es ist nicht genau das, was ich gesucht habe. Ja, ich weiß, es ist nicht das, was ich gesucht habe, aber ich wollte euch kurz daran teilhaben. Das andere Paper ist das hier. Ja, es ist von 83 und da haben Forscher in damals noch wirklich aufwendiger Kleinstarbeit am Great Barrier Reef Erdbeerschnecken gesammelt und mit Plaketten versehen, so ähnlich wie die Pferdeersche da eben. Aber also hatte es doch einen Beitrag, sehr schön. Es ist eine schöne Überleitung gewesen. Danke. Da waren allerdings Nummern drauf und nicht Farben bei den Schnecken. Und die wurden auf die Schale geklebt und die hielten auch wohl sehr gut, aber man konnte die Nummern dann manchmal nicht mehr so gut sehen, deswegen wurden die überklebt. No Schnecke was harmed during the process, auch damals schon. Und man hat festgestellt, über Jahre, die haben 81 bis 83 oder so an denen geforscht, dass die in verschiedenen Altersstufen, in verschiedenen Bewegungsmustern miteinander sich bewegen, in Gruppen, also in Kolonien. Es gibt gemischte Altersgruppen, die bewegen sich zusammen. Es gibt die Jungtiere, die zusammen über längere Zeiträume sich bewegen, die dann später älter werden und älter. Und dann gibt es aber noch, ich nenne es mal Sexy Time und Cluster, von denen ich nicht genau weiß, was das, also Sexy Time kann ich noch verstehen, das sind die Mating-Schnecken, also die sich Paarenden, und Cluster habe ich da noch nicht irgendwie rausgelesen, wegen zu viel Text und zu wenig Zeit. Und ja, leider sind beide Paper so 12 Seiten lang. Das ist ein bisschen kompakt, das Ganze. Und genau, die Wo soll ich da mal hinscrollen? Scroll doch mal durch und dann kann man sich angucken, wie das aussah. Die sind dann schön da rübergetaucht, die Wissenschaftler, am Great Barrier Reef über große Strecken und haben dann immer versucht, ihre Schnecken wieder zu finden. Das muss auch geil sein, wenn du dann schnorchelst. Ah, ich habe wieder eine. Weil über 3 Jahre, muss man sich ja vorstellen. Oh Mann, ja. Schneckenforschung. Richtig. Shark Bay. Ich glaube, mir fällt noch was ein. Shark Bay, ich hatte auch mal vor etlichen Jahren über Dugongs gesprochen und ich glaube, die wurden auch an der Shark Bay erforscht. Ja, aber Shark Bay ist Westfalen.
Ich glaube, weil da irgendwas stand oben mit Henderson Island. Und ich glaube, Henderson. Was mit Great Barrier Reef gab es da auch noch. Ja, genau, aber ja. Verschiedene Orte. GBR. Ja, weil, genau, Shark Bay ist Westküste. Mhm. Also nicht gut, dann hatten die. Heron Island, sorry, nicht hin. Okay. Aber vielleicht gibt es da ja auch einen Shark mehrere Bay. Shark Bays, ja. 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 In der Shark Bay sind auch die Delfine, die mit Schwämmen jagen. Und sie ist so, ich glaube, hatten wir auch mal drüber geredet, dass sie quasi, die nehmen sich Schwämme und dann wühlen die so den Boden mit dem Schwamm durch und schrecken so wahrscheinlich Rochen und sowas auf und der Schwamm ist halt also eine größere Fläche benutzen können und sie vielleicht auch schützt davor, dass sie irgendeinen Stachel abkriegen. Ja. Und ja, das ist, ich erinnere mich dunkel. War, ja, genau, und es war dann so, dass das so weitergegeben wird, diese Sache wird so erlernt, aber nicht alle machen das dann, und aber quasi Schwammdelfine hängen lieber mit anderen Schwammdelfinen rum, als mit Nicht-Schwammdelfinen. Mhm. Ja, die Freundschaften. Also, ja, klicken, genau. Die Schwammgang und die Nicht-Schwammgang. Mhm. Die traditionellen und die der jungen Wilden mit ihren Schwämmen. Ist auch bei Delfinen angesagt. Ja. Ja, das wollte ich nur, da gibt es verschiedene Arten von Zusammengehörigkeit und die bewegen sich einfach gemeinsam durch ihren Lebensraum in Seegraswiesen. Hm. Über lange Zeiträume. Also das abgefahren, dass die da auch so. Kenne ich, glaube ich, sonst auch von Gastropoden nicht. Also kann ich mich nicht erinnern, dass ich das mal gehört habe, dass die quasi so ihre Krüppchen haben, in denen sie abhängen. Ja, das sind echte Freundschaften. Cool. Könnte man, ich meine, wenn sie so gut gucken können, dann können sie sich ja auch erkennen, ne? Vielleicht hängt das alles zusammen, wurde aber so noch nicht erforscht. Ja. Nur eine Theorie. Und vielleicht hatte. Oh, sorry. Vielleicht hatte das Tier mit den vier Augen besonders viele Freunde. Das so, war ja im Prinzip mein Anteil an Erdbeeren. Ja, ich habe auch was mitgebracht. Also ich habe erstmal. Ju! Habt ihr. Hm? Ich? Ja, nee, ju, ja. Was soll ich anklicken? Ich schon, du! Du! Ja, leicht verwirrte Situation.